Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines in unserer Stadt Philadelphia. Ja, rein, ich habe eine neue Idee, was dieses Gebiet angeht. Wir haben ja hier wirklich diesen Mega-Stau, ne? Klar wollen wir gleich weiter ansetzen und hier uns weiter um Wohngebiete kümmern, wie auch immer gesagt, aber ich habe mir das hier nochmal angeschaut und das geht eigentlich gar nicht, ne? Also folgende Ideen hätte ich. Also das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, dieses Industriegebiet allgemein, weil der ganze Verkehr, also Bäume werden, Rohstoffe werden teilweise direkt von hier hingeliefert oder aber natürlich von den Plätzen. Alle wollen dahin. Ihr seht es hier, da staut sich, die wollen hier alle links rum und hier staut sich es in den ganzen Gebieten auch. Also rein theoretisch müsste man dieses Gebiet irgendwie entkräften, also irgendwie ein bisschen rausnehmen. Aber was nehmen wir da raus? Natürlich kann ich sagen, wir machen hier wesentlich weniger Industriegebäude hin, ja. Aber ne, grundsätzlich sieht das Ganze ja auch schön aus. Ich will das ja auch gar nicht groß verändern, ja. Eine neue Straße wäre eine Option, ne? Also, ne, wenn man irgendwie was daran ändert. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Wir können natürlich eine dreispurige Straße, dann würde sich das hier aber in zwei Spuren stauen, ne? Aber man hätte vielleicht nicht den Rückstau, der hier ist. Ja, also von daher, das wäre ja noch eine Idee, dass wir ja vor allem diese Mittelstraße hier, dass wir die im Prinzip aufrüsten in eine sechsspurige Straße. Würde aber bedeuten, dass wir natürlich dann auch wieder Industrie verlieren, links und rechts, wie ihr hier seht. Wäre dann kleinere Industrie vielleicht möglich, nicht mit 4x4 oder so. Ja, aber das sollten wir tun. Eine weitere Idee ist, dass wir diese Ecke hier einfach mal wegnehmen, also das komplett ersatzlos streichen, dafür auch eine große Straße hinmachen, denn letztendlich haben wir ja das Industriegebiet hier noch, was wir fortführen können, ja, und hier ist der Stau nicht so gegeben. Und selbst wenn jetzt, sage ich mal, die hier was hinliefern, haben wir große Straßen ringsherum, ja, die kleinen Straßen, könnte man sich leicht für die Zukunft merken, ist nicht immer so gut, also große Straßen machen vielleicht schon wirklich mehr Sinn. Aber das würde ich wirklich gerne mal machen, dass wir hier Industrie weiterhin zulassen, dass wir das ein bisschen mehr nutzen, um dann eben dieses Industriegebiet, was nun mal eben an der Autobahn liegt, was ja grundsätzlich gar nicht verkehrt ist, aber dadurch dieser ganze Stau hier entsteht. Auch eine Idee wäre, nämlich alles, was an dieser Straße liegt, was vielleicht noch benutzt wird zusätzlich, wäre einmal hier eine Sägemühle. Das sind 5 Fahrzeuge, die hier auch irgendwann rein und raus wollen. Und das genauso verstopfen. Mal 2, weil hier auch sind 10. Hier das Hauptgebiet hat keine Fahrzeuge. Bei der Biopelletfabrik sind es wiederum auch 5, die hier rein wollen. Die Frage ist, wo fahren sie raus? Ne, kann man das sehen? Ja, sie fahren auch von hier. Das sind Privatfahrzeuge. Das hier sind LKWs. Ja, die kommen eigentlich hier hin. Also rausfahren ist hier nicht. Ich glaube, dass diese Straße, dass das noch funktioniert, wäre aber auch so eine Sache. Wir können nämlich die Gebäude, finde ich, hier vorne hinsetzen. Ja, hier war sowieso noch unser Gebiet, hier ist sehr wenig los. Also insofern würde ich die alle mal umsetzen. Gehen wir hier rein. Ja, genau, gehen wir hier rein. Das gleiche machen wir mit ihm hier. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was entzerrt. Wie viel das letztendlich macht, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich gucke mal, ob ich ihn auch noch genau dahin bekomme. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann hätten wir. Achso, das ist so groß, weil es insgesamt zu steil dann ist. Ja. Gut, ist okay. Wie gesagt, da hatte ich auch nicht so die Befürchtung, dass das ein Problem ist. Die tun hier gar nichts. Die kommen ja von hier rein, also ist alles gut. Was noch wichtig wäre, wäre diese Feuerwehr, die hier im Notfall überhaupt nichts tun könnte. Da würde ich mich entscheiden, dass wir die hier hinsetzen. So. Dann haben wir nämlich das hier ein bisschen entlastet. Ich würde das auch mal direkt hier wegreißen. Wird sich wahrscheinlich sowieso automatisch passieren, wenn ich jetzt die große Straße mache. Die Gebiete müssen wir noch wegnehmen, sonst war das alles für die Katz. Gut. Ja, hier so einen kleinen auch nicht. Komm, mach, hau weg da. Und dann würden wir nämlich diese Straße, da ist die nächste Frage, ob der links davon das auch, ja, ist so. Rein theoretisch müsste hier fast nochmal ein Kreisverkehr rein, aber das ist natürlich verdammt eng, ne? So ein kleiner Kreisverkehr, ja, der ist nicht machbar, ne? Viel zu big. Viel zu big.
Und wenn wir jetzt wirklich die Straße hier vergrößern, reißt sich hier schon was ab, reißt sich da schon was ab. Also wir machen da schon eine ganze Menge mit kaputt, ne? Aber auf der anderen Seite machen wir auch viel kaputt, wenn der Verkehr jetzt hier nicht mal langsam in den Griff kommt. Ne? Das ist eben die Überlegung ganz dabei. Groß ist das Gebiet ja nicht, ne? Aber da wird eine Menge angeliefert. Das kann ich euch nur mal sagen. Wir lassen das mal mit der Straße hier, weil die ist ja sowieso schon zweispurig. Wir machen aber in der Mitte hier diese große, würde ich schon vorschlagen. Man muss ja auch mal weiterdenken, was machen die letztendlich? Die wollen dann wahrscheinlich alle nach links abbiegen. Na, wir können ja hier mal den Verkehr. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich dann doch, ich wollte mir das angucken. Jetzt habe ich schon gemacht. Komm, dann ziehen wir es auch durch. Ohne weitere Überlegungen. Wie gesagt, es kann jetzt hier kleine Industrie sich entstehen, ne? Mit Dreierblöcken. Können wir auch gerne das noch vervollständigen hier. Und weil wir jetzt hier gerade so böse waren und so viel weggenommen haben, machen wir direkt mal hier hinten dann, wie besprochen, noch mal ein bisschen weiter. Dann gehen wir mal auf Play, dann lassen wir die mal arbeiten. Wasser ist klar, das Rest hat sich auch erledigt. Was ist da für ein Problemchen? Nicht genügend Käufer für Produkte. Naja, ihr könnt ja letztendlich zu unseren Dingern hier lagern. Das verstehe ich jetzt nicht, hat sich aber auch erledigt. So, gut, jetzt ist natürlich, stehen die trotzdem alle da. Das war mir auch fast klar. Jetzt müssen wir was mit den Straßen regeln. Also, ihr dürft auch die mittlere Spur nutzen. Ihr müsst die mittlere Spur nutzen. Muss ich mir mal eben anschauen. Auch hier können wir schon mal anfangen, wie diese Klackergeräusche ist, ne? Dass die da arbeiten. Finde ich cool. Also hier nicht geradeaus, also der sowieso nicht geradeaus und der nur links. Was macht er denn jetzt? Er wollte geradeaus oder was? Ja, dann ist das doch schon mal richtig gewesen, dass du dich da verpieselst. Das gleiche hier. Wir werden zwei Linksspuren machen. Und da kommen sie ja auch und verstopfen. Und da können wir direkt mal sagen, ihr könnt hier die und die nutzen. Natürlich auch die, ne? Ist ja klar für die Geradeausfahrer, aber ich denke mal, es erklärt sich von selbst. Sie sollen aber auch die zweite nutzen, während die hier schon mal weiter hinten angefangen. Die und die nutzen sollt. Und da machen wir auch geradeaus, nur während das ein Linksabbieger ist. Nutzen sie aber noch nicht so wirklich, ne? Sind noch ein bisschen beratungsresistent. Jetzt fährt der Bus zumindest in der Spur sehr löblich. Das sind wieder die Busfahrer. Die machen wieder alles richtig. Kann man den nicht damit sagen, beides nutzen? Und den auch sagen, beides nutzen. Und dann können nämlich die hier da und da fahren, während die nur da fahren. Das wäre jetzt, ihr habt vorhin übrigens gesehen, dieses Auto war jetzt gerade weg, also dieser LKW. Das ist ja auch eingestellt, dass es sich dann irgendwann auch erledigt, dass die sagen, es ist mir jetzt zu lang und dann sind die Autos auf einmal weg. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, erstmal haben wir die Straße jetzt ein bisschen entspannt, was sich dann gleichzeitig auswirkt. Ja, nicht auf diese Straße, weil da immer noch zu viel nachkommt. Auch hier, guckt euch das an, was danach kommt. Das ist der Hammer. Diese Spuren hatten wir sowieso schon beide nach rechts, ne? Ja. Was haben wir hier gemacht? Geradeaus und rechts. Dann macht da auch nur rechts. Ihr sollt aber auch die hier nutzen.
Wenn ihr hier fahrt, könnt ihr hier rüber fahren. Die nutzen nämlich momentan nur diese Spur. Aber das würde ich jetzt mal gar nicht drin rumfummeln, weil das sieht jetzt gerade ganz gut aus zumindest. Ist hier noch eine Ampel? Nee, aber ich glaube, dieses rechts vor links, ja. Ist eigentlich sinnlos, weil die sowieso nur hier ein- abbiegen können. Aber das hat sich jetzt entspannt. Hier sollen dann Bäume hin. Ja, muss man einfach mal beobachten. Ein bisschen was hat sich hier getan. Jetzt auch noch ein bisschen, kommt noch ein bisschen Industrie nach. Ein bisschen was ist wieder da. Und hier hinten hat sich auch ein bisschen entwickelt. Ja, warten wir es mal ab. Erstmal haben wir wieder ein bisschen was getan. Lassen wir mal ein bisschen laufen. Rohholz ist grundsätzlich da. Wir importieren wenig. 12,5 wieder. Das ist eine sehr gute Quote. Gefällt mir. Gut, dann, wie weit ist der Zoo, wo wir gerade mal hier sind? 1,7 von 2,5. Dauert auch nicht mehr so lange. Dann interessiert mich natürlich auch kurz Lino World. Da sind wir bei 4,3 von 5. Das dauert auch nicht mehr lange bis zur nächsten Stufe. Lasst die Spiele weiter beginnen. Gut, dann kümmern wir uns um Wohnraum. Das hatten wir beim letzten Mal gesagt. Und um Gewerbe. Eigentlich hätte ich jetzt ganz gern hier noch was gemacht. Hier parkt übrigens jemand. Er besucht die Betriebssportanlage. Sehr schön. Wie viele Besucher haben wir denn da? 10 in der letzten Woche und Touristen 5. Immerhin. Ist ja kein Riesenstadion, ist ja einfach nur so eine kleine Zockeranlage, die übrigens auch einen eigenen Parkplatz hat, wie ich gerade sehe, wo aber keiner steht. Er nimmt unseren Parkplatz, sehr schön, weil ich hätte gerne hier jetzt auch noch Büro gemacht, damit die Leute vielleicht dann auch das Ganze nutzen. Dass der Parkplatz noch genutzt wird, so würde ich ganz gern mal sehen, dass das auch funktioniert. Hier lasst dann schon mal einen Weg durchmachen. Da hinten müssen sie nicht hinlaufen. Hier haben sie den Weg. Alles gut. Wir gehen jetzt ans Wohngebiet, was wir hier noch vervollständigen können. Hier hatten wir das Kinderkrankenhaus übrigens. 6 Besucher. Immerhin die Geburtenrate. Steht die hier? Ne, steht hier nicht. Aber die war, glaube ich, hier, oder? Ne, bei dem hier war es. Kinderbetreuung, genau. 2,51 ist noch gleich geblieben. Aber das müssen wir vielleicht in anderen Stadtteilen auch noch wiederholen. Weil, ach so, da können wir natürlich mal kurz drauf gucken. Weil die Kinderbetreuung ist jetzt hier grün. Blau, wie auch immer. Ist ja immer insgesamt gut. Also so schlecht ist das nicht. Durchschnittsgesundheit 82. Hier oben sind mal Kranke. Das ist übrigens wieder der Herr Mürten. Die Familie Mürten schon wieder. Könnt ihr euch erinnern? Das war, meine ich, auch hier oben. Da ist ja der Wahnsinn. Dass die schon wieder krank sind. Warum denn eigentlich? Egal. Oh, hier sind ganz viele Arbeitsplätze, die gebraucht werden. Also Arbeiter spricht erst recht davon oder dafür, dass wir jetzt hier weiter an Wohngebiet arbeiten. So, wie gehen wir das jetzt an? Das sind alles kleine Straßen. Wir haben ja zuletzt mal, aber eigentlich sind sie jetzt nicht wirklich, wahnsinnig bevölkert. Passt schon noch. Wenn wir das hier weitermachen mit kleiner Straße, wo lasse ich die rauskommen? Oder wir gehen hier mit der großen Straße da durch. Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Lass uns doch die kleine Straße machen, aber diesmal nicht der Kiesweg. Auf jeden Fall bis hier. Und kriegen wir hier vielleicht noch eine rein? Na, indirekt. Also es würde für hier passen. Dann haben wir hier noch eine Dreiergeschichte. Aber ich mache das mal trotzdem. Dann entwickelt euch hier. Entwickelt euch hier. Und entwickelt euch hier. Natürlich auch hier, also ihr dürft jetzt hier fleißig bauen. Und dann natürlich auch hier und da würde ich mal abwarten, was die Straße angeht. Hier haben wir aber noch eine Möglichkeit. Dann nutzen wir auch den kompletten Block oder erstmal nur bis da. Erstmal nur bis da, dann machen wir da wieder, ups, das wollte ich nicht, den wollte ich. Genau, hier wieder einen Weg durch.
Wenn wir denn den feinen Finger haben, da haben wir ihn. Und dann nutzen wir das auch für, naja, für hier genauso. Und hier könnt ihr auch hinaus in die Welt. So. Fleißig gebaut. Wasser ist hier da. Ja, Strom wird sowieso automatisch sein. Das sehe ich. Dann sehe ich mal so. Wir haben hier mit Häusern gearbeitet. Komm, dann lass uns das auch machen. Denn jetzt gemacht. Auch mit rechts kriegt man das wieder weg. Das wusste ich gar nicht. Ja, war jetzt Zufall, dass ich der rechte Maustaste gedrückt habe. Gut. Entsteht hier erstmal was. Wie sieht es mit Parks aus? Na, wir haben ja einen riesen Park hier, der allerdings doch nicht so eine wahnsinnige Ausstrahlungskraft hat. Oder er ist einfach zu voll. Das könnte natürlich auch sein, weil die sind jetzt nicht weit weg vom Park und sind nicht damit zufrieden. Wenn die hier dann auch schon weiterentwickelt sind. Weil sie zufrieden sind. Immer diese Anforderung. Ne? Was ist das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Mal, weiß ich gar nicht. Bauen wir doch mal. Was kostet das? Nix. Ach, das ist auch ein Park. Aber was für ein hässlicher Park. Oder ist das ein, was weiß ich, so ein Acker? Nee, der ist aber hässlich. Das machen wir mal wieder weg. Das ist das. Das sind so kleine... Das ist auch so ein Feld. Kommt, ah nee, das ist viel zu groß. Das ist eine Garage. Das ist übrigens so eine kleine Garage. Süße kleine Garage für irgendwelche kleinen Wohnungen. Wo haben wir denn mal welche? Hier. Ah, die können wir... Dann reißen wir das aber ab. Ja, wäre nun mal nice zu sehen. Nee, komm. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Schwimmendes Café ist für hier nicht richtig. Ich suche ja immer noch was für hier. So. Jetzt seid aber bitte zufrieden. Jetzt können wir nämlich hier auch mit dem Weg rausgehen. Das ist zu klein. Hier ein paar Bäumchen setzen. Da ein paar Bäumchen setzen und schon wirkt das freundlicher. Wir können auch hier übrigens ein paar Büschchen setzen. Das aufploppen, sie finden es gut. Das können wir uns auch noch mal anschauen, wobei jetzt so waren, sie sind auch noch nicht rot geworden. Kann ja nicht sein, dass ich für jede Geschichte hier so einen Park machen muss. Kostet ja auch Geld, ne? 104 in der Woche. Wir sind übrigens mittlerweile nur noch bei 22.000. Wir werden richtig arm. Wir werden richtig arm. So ein Kinderkarussell an der Hauptstraße macht jetzt auch keinen Sinn, oder? Wir haben jetzt gerade den gebaut, den japanischen aber nicht. Eine Hüpfburg ist genauso wenig interessant. Hundekacki ist zu groß. Der kleine Park auch. Der würde passen, aber das ist wieder ein Spielplatz, ne? Ja, komm. Müsste halt aufpassen. Wir hauen den nochmal raus. Kinder müssen ja auch irgendwo spielen. Und dann machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. Ich bin hier so fleißig am Bauen. Was sagt denn unsere Zeit eigentlich? Ah ja, noch 5 Minütchen haben wir noch. Dann nehmen wir den mittleren Baum, und zwar ihn hier. Und machen hier mal so eine natürliche Barriere, dass die Kinder da nicht rübergehen. Aber Kinder spielen auch ja gerne an Bäumchen. Insofern wird das wahrscheinlich nichts bringen. Aber wie gesagt... Müssen wir aufpassen. Sieht auf jeden Fall schick aus. Und wie seid ihr jetzt auch zufrieden? Guck mal, jetzt sind sie auf einmal alle zufrieden.
Mit einem Spielplatz. Wir haben hier mittlerweile Bam, 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 Bam. Also Wahnsinn. Aber es ist natürlich schön, es wird natürlich dann dadurch auch aufgewertet, das Ganze, dass wir dann hoffentlich fast die 5 Sterne, sage ich mal, erreicht haben. Schön. Wie es hat sich hier entwickelt, haben wir noch ein bisschen Platz. Ne? Leute, wir können noch ein bisschen was machen. Jetzt wollen sie wieder eher Gewerbe. Und ja, da haben wir jetzt natürlich keine Möglichkeiten mehr. Wir sind ziemlich zugebombt. Der Verkehr, naja. Also die wahnsinnige. Wir haben jetzt hier nicht mehr so viel Verkehr. Aber dafür. Ach, guck mal, jetzt fällt mir gerade ein. Wir haben ja hier die Straße, Einbahnstraße gehabt. Ne? Macht das jetzt Sinn, dass wir das wieder so machen? In der Richtung fährt ja gar keiner. Fahren ja alle nur dahin. Und dann ist das Problem auch nicht. Doch, das würde ich lieber tun. Ach, der Bus hat ja auch seine Bushaltestelle hier. Dann müssen wir natürlich noch mal einmal kurz drauf schauen, wie wir hier mit den Pfeilen. Also 3 nach links auf jeden Fall, 3 nach rechts und der mittlere darf auch geradeaus fahren. Dann machen wir die mittlere nur geradeaus und 2 nach rechts. So würde ich das tun und jetzt ist das wahrscheinlich ja genau erledigt. Ja, erstmal ist da ja kein Problem, müssen wir uns gleich nochmal angucken. Auf jeden Fall, achso, das könnte jetzt auch weg sein, aber ne, das ist ja klar. Gucken wir uns später an. Gut, jetzt brauchen wir Gewerbe. Hier sterben wieder ein paar. Auch das müssen wir uns angucken. 83% Friedhofsauslastung. Wo haben wir denn überhaupt einen? Haben wir hier einen gemacht? Haben wir nämlich nicht, ne? Hier oben ist ein Krematorium, was aber auch noch Möglichkeiten hätte. Aber in dem Gebiet haben wir gar kein. Ach so, so ein kleines Krematorium. Aber die sind natürlich auch völlig belastet. Dann sollten wir uns hier mal anschauen beim nächsten Mal, wo wir jetzt hier dann das Krematorium hinmachen. Direkt neben dem Kinderspielplatz. Nein, natürlich nicht. Aber weil er ja gerade hier entstanden ist und wir gesagt haben, ihr müsst aufpassen. Aber in der Richtung muss es schon sein. Also das ist ja mal jetzt nicht böse gesagt. Gehen wir noch mal kurz raus. Würde das hier Sinn machen? Ach, man kann immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ne? Findet man nie ein Ende. Na, das passt. Ah, doch, würde genau passen. Aber da müssen die Häuser abgerissen werden. Nein, das tun wir natürlich nicht. Gut, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, wie versprochen. Ich sage erstmal wieder Danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bleibt gesund. Ciao, ciao.